Halli und Hallöchen, liebe Freunde, zurück zu House Flipper. Ja, wir gucken mal von Hanne Dennerlein. Hä? Fortsetzen? Hätte ich das noch nicht fertig gemacht? Dachte, ich wäre fertig. Alles erfüllt. Nur vergessen abzugeben. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Neuer Fertigkeitspunkt. Okay. Ja, Anforderung der Aufträge, denke ich, läuft. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Penner im Garten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich gestatte mir, mich in einer für mich äußerst wichtigen Angelegenheit an Sie zu wenden. Ich bin bereits im fortgeschrittenen Alter und benötige Ihre Hilfe. Für 2 Monate waren wir jetzt im Sanatorium, mein Mann und ich, und wie es scheint, hat in der Zwischenzeit ein zweifelhaftes Völkchen Gefahr in unserem Garten gefunden. Hier ist ein schlimmes Drunter und Drüber entstanden. Überall sind Dosen und Flaschen zu sehen. Ja, und dazu noch diese fürchterlichen Schmierereien an den Wänden. Außerdem haben sie den Gemüsegarten ratzeputzgehal gefressen. Ich kann gar nicht hinschauen. Nur Brennnesseln sind übrig geblieben. Zum Glück haben sie die Blumenbeete nicht angetastet. Vor allen Dingen müsste man jetzt die Dosen beseitigen und den Rasen mähen. Darüber hinaus möchte ich darum bitten, einige Obstbäume einzupflanzen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Gertrud Schulze. Frau Schulze. Lassen Sie doch das Ding nicht unbeaufsichtigt. Nee. Wenn die Leute merken, dass da einer nicht da ist, dann ist das halt auch mal so. Ne? Da ist halt auch das Alter keine Entschuldigung. Weil dann sage ich mir, was soll der Lack? Ja? Okay, das nicht. Hier ist noch ein Kraut. Und Kraut. So, hier ist noch Müll. Hier so eine Klickarbeit hier. Gib mir die Flasche. Jetzt. Kann ich hinhocken? Nee. Oh, mach doch mal die Bank da jetzt weg. Wenn ich mich schon nicht hinhocken kann. Verdammte Axt. Ich kann mich wirklich nicht hinhocken. Ich kann nur springen. Na gut. So, Bank wieder hin hier. Von mir aus. Oh. Hallo? Kann ich jetzt mal bitte gehen? Mein Gott. So. Ist hier auch Unkraut oder was? Ja, übelst. Okay. Hier ist jetzt aber scheinbar nichts mehr. Oder? Ah, doch hier. Ah ja. Scheint auch noch irgendwas zu sein. Hier irgendwo. Ah ja. So, gucken wir hier. Ist hier irgendwas? Da hinten soll was sein, ja. Okay. Ist auch noch was. Da ist noch was auf jeden Fall. Hier ist noch Müll. Hier ist noch Unkraut. Okay. Gut, ne? Kann man mal so. Okay, so, hier haben wir nur Müll noch. Scheinbar. Hier noch, oh, hier haben wir noch ein bisschen Müll. Oh. Hier haben wir so ein paar Dosen. Hallo? Wie die Dose? Mein Gott. Und der Mist. Hier ist noch Müll. Unkraut. Auch noch Müll. Unkraut. Alter. Unkraut. Müll. Oh, ey. Alter, ist klar. Neuer Fertigkeitspunkt. Okay. Hopp. Ja, so wird ein Lachs draus. So, erstmal hier Unkraut. Noch jeden. Ne. Oh, neuer Fertigkeitspunkt. Ja. Wir machen mal das Abräumen des Grases erstmal noch schneller. Okay. So, ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass ich jetzt nicht mehr alle Flaschen anklicken muss, tatsächlich. Sondern immer nur. Immer eine.
Alter Schwede, hab hier gewütet, ey. Krass. So, weg damit. Weg damit. Weg. 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 Ein Unkraut. Ja. So, was sollen wir hier machen? Okay, sollen wir was noch entfernen? Das hier, das, das. Okay. So, weiter geht der Lack. So, weg damit. Weg. 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 So, hier ist noch Unkraut gewesen. Hier scheinbar nichts mehr. Doch, hier ist noch was. Ah ja. Hier ist noch was, auf jeden Fall. Oh ja, hier ist ganz viel. Hier ist noch Müll vor allem. Da ist auch noch Müll und Unkraut. Alter! Es geht ab! So, kommen wir jetzt hier rüber? Nee, war ja klar. So, hier ist noch was, genau. Hier soll angeblich noch irgendwo was sein. Ach, das ist so alles weg, oder was? Krass. Ja gut, ich kenne mich halt mit Unkraut nicht so aus, ne? So, ist hier noch irgendwas? Soll eigentlich noch irgendwas sein? Ah ja. Hier ist noch was. Oh, hier ist ganz viel Kleines irgendwie, scheinbar. Hier, da. Da. Da, da, da. Hier. Hier. Da, da. Okay. Alter! Hier ist auch noch ganz viel irgendwie. Ich finde, das sieht man halt auch echt schlecht in der Wiese. Teilweise, wenn das nicht so groß ist. Okay, da habe ich noch irgendwas übersehen. Der Minimap zeigt er mir noch an. Ah ja. Da war's. Ah! Okay. Was ist hier noch? Ah, ist noch was dazwischen, oder was? Lol. Wie man das auch nicht sieht, ne? Krass. So, hier gehen wir weiter. Hier ist mal Unkraut. So, und dann geht's hier weiter mit dem Unkraut. Das, 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 das. So, die dürfen alle bleiben. Das soll alles weg. So, das soll auch alles bleiben. Da ist noch was. Da ist noch was. Ah ja, hier ganze Brigade. Okay. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Okay. Irgendwo ist hier noch irgendwas scheinbar. Aber ich sehe es gerade wieder nicht. Irgendwo ist hier noch ein Unkräutchen, aber ich sehe es nicht, leider. Okay, wir mähen jetzt erstmal den Rasen, ne? Würde ich jetzt mal sagen, ne? Weil wir nicht über die Blumen fahren können, also das ist ja schade. Ist natürlich für mich gut, weil ich da nichts kaputt mache, was nicht kaputt gehen soll. Ja, so, schön reingedreht, jawohl. Da wird ein Schuh draus. So, haben wir hier noch wieder. Jawohl. Ach ja. Neben Malern ist das hier meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Nicht. Dieser Rasenmäher lässt sich so ungelenk steuern. Das ist unglaublich. So, hier noch durch. Genau, so hier ran. Und hier ran. Da noch hin. Da noch hin. Okay. Ich dachte gerade, dass der Große irgendwie reagierte, als ich gesagt habe, hier ran. Aber nee. Er ist zwar aufgestanden, das war richtig, aber er ist nicht aufgestanden, um zu mir zu kommen. Hätte mich auch überrascht, tatsächlich. So, dann nehmen wir her den Lachs hier. Jetzt wird der Feinschliff noch gemacht. Oh.
Ja, komm, machen das einfach weg. Ja, weggesenzt. Wo ich nicht rankomme, wird weggesenzt. Okay, es wird mir schon jetzt nicht alles kaputt machen, hoffe ich. Aber dieses Gehackel vorm Laden, ne, da kriege ich die Krise. Das kann man doch mal bearbeiten, oder nicht? So, der Baum noch. So, dann müssen wir eigentlich alles haben hier. Denke ich. Ach nee, hier. Der Baum noch. Ja. So, haben wir hier Beschmutzung? Nee. Hier nicht. Okay. So, da muss man weg hier, sonst sehe ich nichts. So, hier mal durch. Genau, kann ich. Nee, das kann ich nicht wegsenden. Okay. Natürlich kann ich nicht alles wegsenden. Das wäre natürlich auch ein bisschen. Ja, das wäre nicht so praktisch für mich. Vor allem finde ich es halt gut, dass man halt diese Dinge da nicht ersetzen muss. So, dann Trimmer. Hier schon mal alles wegsensen. Hier schon mal alles wegsensen. So, ich glaube, wir müssen einmal hier so durch, genau, weil das bringt ja sonst auch nichts. So. Okay, dann. Hier durch. Hier durch. Und hier durch. Das sind wir gleich mal ordentlich weg hier. So. Alles einmal wegsensen. So, ja, schon wieder irgendwas. Ah ja. Hier, so. Das Stück und den Baum machen wir auch gleich noch weg. Bringt ja auch nichts. So, ein gerader Cut wäre ganz gut, glaube ich. So. Genau. So, weiter geht's. Wo da einen teilweise auch absetzt. So, hier noch. Hopp. So, hier haben wir noch ein bisschen was sauber zu machen. Okay. Noch irgendwas? Nee. Okay, dann können wir hier wieder sensen. So, Häuserwand. Noch die Ecken. Okay. So, dann hier natürlich. Macht ja sonst auch keinen Sinn. Und hier. Hopp. So, einmal hier Kante. Genau, so, dann müssen wir hier. Das Stück können wir jetzt sowieso gleich mal wegmachen hier. Können wir sowieso nicht nutzen. Also, was heißt nicht nutzen? Können wir ja nicht mähen mit dem Rasenmäher. Wenn ich dann das Ding nochmal raushole. So, hier nochmal eine klare Kante. Genau, super. So, dann. Okay. So, hopp. Natürlich kann ich durch. Kann ich mich drehen, während ein Gebüsch ist. Klar. Funktioniert. Einmal frei, wie man sieht. Das
gar nicht, warum sich die Leute immer so anstellen beim Rasenmähen. Alles easy peasy hier. Ja, mich kann nichts aufhalten. Okay, so, weiter geht's. So, hier haben wir noch Verunreinigungen. Hier. Irgendwas, nee. Irgendwas, auch nicht. Da ist auch nichts, sondern nur noch, ah ja. So, das ist weg. 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 So, noch das hier. Hopp. Okay. So, hopp. Ey. So, das hier mal eine Kante, genau. Die Kante. So, dann haben wir das noch. Die Kante hier. Hopp. So, das hier können wir eigentlich gleich ausmähen. Bringt sowieso nichts. Mit dem Rasenmäher hier hinten. Quatsch mit Soße. Genau. So, hier müssen wir ja eh nicht mähen. Hier kommen wir ja durch. So, hier noch. Die Kante auf jeden Fall. So. Hier kommen wir durch. Hier müssen wir es nach unten. Diese Speicher. Ich krieg hier die Kotze. So, das Stück können wir eigentlich gleich auch wegsensen. Weil das bringt ja sowieso nichts wegen dem Baum hier. So, machen wir hier mal einen kleinen Cut. So. Wissen wir, okay, können wir dann ansetzen. So. Hopp. So, hier müssen wir noch durch auf jeden Fall. So. So. Okay. Einmal. Zweimal. Okay. So, hier ist ja alles cool. So, das hier können wir eigentlich gleich mal. Gleich mal wegmachen hier. So. Schön großen Abstand. Genau hier das auch gleich noch. Schön Cut wieder. Hopp. So. Würde ich sagen, ne? Oder? Naja, gut. Das vielleicht. So. Naja, gut. Dann können wir es jetzt auch ganz wegmachen, oder? Weil das ist ja dann auch Quatsch. Dann können wir auch einfach den kleinen Rasentrimmer nehmen und hier das durchballern. So. Ja, das auch dann demzufolge. Es bringt ja auch nichts mehr hier drauf zu warten. Oder mit dem großen Mäher dann nochmal durchzugehen. So, klar müsste man hinterher eh dann nochmal alles harken. Aber das muss man ja hier Gott sei Dank nicht. Hier ist ja Gott sei Dank alles ein wenig erleichtert, ne? So, hier. Genau das. Hier sensen wir noch um. So, hier müssen wir noch mal rum. So, hier einmal cutten. Ja, ich glaube, hier bringt das mit dem Rasenmäher jetzt nichts mehr. Das ist, man muss so viel um diese Büsche rumschneiden. Ja, da kann ich vorher jetzt auch nicht mehr wechseln. Mache ich das alles mit dem Trimmer. Also vielleicht ein bisschen länger, aber dafür muss ich halt nicht, wie gesagt, nicht ständig hin und her wechseln. So, weil hier müssen wir auch schon wieder trimmen. Weil das geht dann auch wieder nicht mit dem Rasenmäher. Hier so, genau. So, dann können wir gleich alles mit dem Trimmer machen, ne? Dann auch an uns Quatsch. So. Ich denke mal, wir werden es dann gleich hoffentlich geschafft haben. Okay, wir können hier jetzt schon abgeben, aber wir machen das jetzt natürlich fertig, ne? Das wäre ja sonst gar nicht unser Way of Work, ja?
So, müssen wir jetzt hier noch durch? Ne, hier haben wir eigentlich alles. Hä? Nee, den Rasen. Was ist denn den Rasen? Ah ja. So, hier haben wir alles. Ist hier noch was? Ne. Okay, Pflanze. Die Pflanzen. Ein mittlerer Pflaumenbaum zweimal. Okay, Shop. Pflanzen. Nutz. Pflaume. Welche? Mittlere? Mittlere. Okay, mittlerer Pflaumenbaum zweimal. Setzen wir einmal hier hin, einmal dahin. Und Gala-Äpfel. Kirsche, Gala. Machen wir auch zweimal. Setzen wir. Machen wir es. Setzen wir einen hier hin und einen dahin. So, Pflanzen einsetzen. Oh. Hopp. Hopp. Einsetzen, mit Erde bedecken. So, gießen machen wir gleich. Machen wir alles gleich zusammen. Hopp. Hopp. Einsetzen. So, was? Ja. Eins, zwei, drei. Hopp, hopp. Genau. Ach, jetzt haben wir den schon gegossen. Ja, moin. Hauptsache, ich sag, wir machen das zum Schluss. So, hopp. Und einsetzen das gute Stück. So, so, einmal, zweimal. Okay, haben wir also gemacht. Hier sind wir fertig. So, da hinten war noch was, ne? Genau. Mittlerer Kirschbaum, zweimal. Zweimal, einmal hier, so, hopp, hopp. Ey, setzt die Pflanze ein. Achso, ist noch nicht jetzt. War ich ein bisschen... Naja. So, und nochmal. Eins, zwei, drei. Hopp, hopp. Neuer Fertigkeitspunkt. Was haben wir denn noch? Ja, die Axt halt, ne? So, und dann ist nur noch die Eins, wie ich sehe. Tisch Sami. Tisch. Sami. Genau. Boah, lassen wir jetzt einfach mal so. Ich denke, das passt ganz gut hier hin. Und Sessel Anoter. Anoter. Sessel. Ein bisschen so. Und das Kissen. Ja. Mach mal so. Passt auch wieder gut. Denke ich. Einmal. Und zweimal. Damit haben wir alles geschafft. Cool. Und ja, damit ist auch wieder eine Folge Hausflipper. Wobei, wir haben eine Mission diesmal geschafft. Es sind noch vier. Achso, eh. Sechs. Hä? Okay. Sechs. Sechs Dinge noch zu tun. Wir gucken beim nächsten Mal in die nächste Mission von Ariel Leine Kindergarten. Klingt auf jeden Fall spannend. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Checkt mir gerne noch meine anderen Social Media, Media Kanäle aus. Auch gerne die von meinen beiden Fellnasen. Und ich sage danke fürs Einschalten und tschüss. Bis dahin. Bleibt geschmeidig.